Hallo, das Düsselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. So, wir haben letztes Mal Aloe besiegt, nachdem wir einmal gegen sie verloren haben. Ich hoffe, dass mein Freund mir das jetzt nicht allzu übel nimmt, weil ich so gern verliere. So, die Musik ist böse. Hey, ihr dann, jetzt lasst aber mal den Unsinn. Sehen, die Arena-Leiterin höchst selbst. Wir, Team Plasma, werden den Pokémon schon bald die Freiheit schenken. Und dazu werden wir den Draco-Schädel aus dem Museum an uns nehmen. Und um euch zu zeigen, wie ernst uns damit ist, schnappen wir ihn euch direkt vor der Nase weg. Nun dann, rauf, Wolke! Plasma, Plasma! Ey? Kuckuck? Wie, was, wo? Die müssen wir verfolgen. Keine Angst, ich kümmere mich drum. Ich kann mir schon denken, wo sie sind. Tag, Aloe, na, wie sieht's aus? In letzter Zeit irgendwelche brauchbaren Fossilien die Finger bekommen? Was machst du denn hier? Steckst du mal wieder in einer Schaffenskrise? Darf ich vorstellen, Dursel? Dieser Knabe hört auf den Namen Arti. Man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber er ist der Arena-Leiter von Stratos City. Nanu, welch Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Du wirkst irgendwie so aufgewühlt. Gibt's irgendeinen Grund dafür? Und ob es den gibt? Eines unserer Ausstellungsstücke wurde gestohlen. Sag mal, Dodiel, was ist das denn hier für ein Museum? Massenauflauf? Gibt's hier irgendwelche Probleme, Dursel? Was ist das für ein Massenauflauf? Wen haben wir denn da? Kennst du diese zwei Racker? Sind das Freunde von dir? Belle und Sharon heißen sie also. Ach, die beiden sind also Trainer. Dann teilen wir uns am besten auf. Ich werde mich in dieser Richtung umsehen. Und jetzt zu euch beiden. Euch würde ich darum bitten, hier im Museum zu bleiben, Sharon und Belle. Arti und Ursel, ihr durchkämpft bitte zusammen den ewigen... ewigen? Ach, keine Ahnung. Alles klar, Arti, ich zähle auf dich. Geh du bitte voran. So weit, so gut. Ich zähle auf euch. Gut, gut. Du siehst laut deinen Namen, stimmt's? Dann machen wir uns mal auf die Sachen. Da draußen warten ein paar Diebe darauf, von uns gefasst zu werden. Halt, Dursel, hier, nimm das bitte mit. Dieses Itemrad habe ich von Vivian bekommen. Okay. Mit Hilfe dieses Itemradars kannst du Items finden, die du mit bloßem Auge sonst übersehen würdest. Ihr wollt also, dass ich erst einmal nur das Museum bewache, richtig? Ich mag Sharon irgendwie und Belle auch. Auch wenn Belle ein bisschen verpeilt ist. Ich bleib auch hier. Sehr gut. Dann gehe ich Richtung Wald. Jetzt kann ich endlich durch. Wuhu. Ewigen Wald, doch. Vor uns liegt der Ewigen Wald. Wenn sie da hineinflüchten, macht das die Sache nicht gerade leichter. Der sieht irgendwie ein bisschen schwul aus. Kann das sein? Sorry. So, du hältst meine Pökemöns. Pökemöns. Ja. Ja. Guck mal, sieht wirklich schwul aus. Es gibt zwei Wege, den ewigen Wald zu verlassen. Ein Weg führt geradeaus, der andere schlägt sich quer durch Dickicht. Ich gehe geradeaus und versuche sie einzuholen. Und selbst wenn sie nicht diesen Weg genommen haben sollten, schneide ich ihnen so den Fluchtweg ab. Würdest du diesen Weg nehmen, nachsehen, ob sie sich da verstecken? Sich auch auf einige Trainer. Im Prinzip gibt es nur einen Weg. Verlaufen kannst du dich also nicht. Also dann tun wir es für Aloe. Hier gibt es doch auch Trainer. Tipps für Trainer. In Wäldern gibt es viel zu finden, auch wenn man es leicht übersieht. Sieh dich genau um. Das werde ich gleich tun. Moment. Leute. Nein. Ach ja. Registrieren. So. Wie setze ich das ein? Hm. Was ist das? Hä? Verstehe ich nicht. Immer in Rhythmus bleiben. 1, 2. Wir sprechen unsere Strategie vor jedem Kampf immer peinlich genau ab. Ich kann auch schon von Zwillingen Bibi und Bibi.
Oh, Bibi, hallo! Ah, Niedlichkeitsanfall. Okay. Ich will es nicht angreifen. Ich will es nicht angreifen. Ich will es nicht angreifen. Es ist viel zu niedlich. Oh Gott, ich hab mich angegriffen. Ist das nicht niedlich? Entschuldigung. Ich kann mich gerade nicht beherrschen. Entschuldigung. Ich kann nicht, die sind so niedlich. Ach, guck mal, wie niedlich die sind. Oh nein, ich mach Schauer. Ja, beiß mich, finde ich voll niedlich. Ja. Ja, niedlich. Ihr seid so niedlich. Ich liebe euch. Nein, ich hab Stunt gemacht. Ja, weiß nicht, ich stehe drauf. Die machen mich fertig, ey, weil ich es einfach nur niedlich finde. Und einfach nichts anderes mehr machen kann. Okay, ich reiß mich langsam wieder zusammen. Okay, hab's gleich. So, jetzt aber. Ja, du stirbst nicht, jetzt heul nicht rum. So, ich mach jetzt auch noch tot und dann haben wir es. Die waren so niedlich. Ich bin der Physik-Zwilling Vivi und Bibi. Wir schlagen zusammen zu. Ja, wir schlagen zusammen zu. Ja. Wir werden noch besser, wenn wir wissen, was unsere Pokémon vorhaben. Ihr seid so niedlich. Ich gebe mich mal heilen. Oh, der war ein Strampikens. Der war ein Strampikens. Strampikens. Ich will eins haben. Ich möchte eins haben, bitte. Bitte. Hätte ich auch eine effektive Waffe gegen Pflanzen-Pokémon. So, du lästiges Kind, ich verpasse dir jetzt einen Denkzettel, dann verfolgst du uns nicht mehr. Ein Herausforderung Team Plasma Rübel. Garmobil? Das sieht aus wie... Nein, ich sag's nicht. Warum heißt das nicht Ali? Gator? Sorry, hallo Ali. Oh, bin ich tot, super. Yay, Level 24. Ja, geil. So passt. 1, 2 und tschüss. Efeu hat noch gegessen und Efeu hat bei der Pegasauber. Sehr schön. Was soll das? Du bist doch nur ein Kind. Wie unverschämt. Da hast du es leider Pech. Ich habe den Schädel nicht bei mir. Wenn du ihn zurück haben willst, musst du meinen Kameraden. Ja, okay. Werde ich tun. Für den lieben Tipp. Da ist ein Bäumchen. Hallo. Suchst du vielleicht etwa... Ich mag die Musik. Das ist ja ein Frau. Ja, dich hatten wir auch schon lange nicht mehr. Hallo. Los, Efeu. Dann probieren wir doch gleich mal den Megasauger aus. Tja. Jetzt noch ein Tackle drauf. Sehr schön.
Plasma-Rüpel. Okay, Plasma-Rüpel, aha. Hey, ich hab nicht lesen können. Mann, ich hab's nicht lesen können. Tut mir leid, aber ich habe ihn nicht. Ich bin doch ein Mädchen, da werde ich bekommen, dass was Schweres mit mir herumschleppt. Los, war mal bei meinen Kameraden. Und ich hab mich auch noch dahin, ne? Was ist das denn? Das sieht voll heftig aus. Los, mach's tot. Das ist voll eklig. Mach's tot, das ist eklig. Bitte. Oh, sei nicht so schwul. Ja, super. Oh, es lebt immer noch. Was ist das denn? Komm, mach's tot. Mach's tot. Tot, 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 mach's tot. Sehr gut. Sehr schön gemacht. Eigentlich wollte ich ja... Pokémon. Tausch. Und... So. Das ein bisschen trainieren. Und vielleicht ein Schrabicke finden. Was ist das denn? Lele Mini? Ist ja auch niedlich, ne? Das ist irgendwie voll niedlich. Es verpflanzt mich, das finde ich jetzt irgendwie uncool. Und damit heilt es sich natürlich. Sehr schön. Lass uns mal bitte die Katzurieren. Könntest du auch bitte mal öfter treffen als immer nur zweimal. Hallo, es macht es komplett fertig. Siehst du das nicht? Das ist echt für nichts zu gebrauchen, weißt du das, du dumme Affe? Hier, Shadow Soul, Affe. Töt's mal. Na komm. Elfusherb, würdest du bitte. Los, Elfusherb. Von Lil Mini bei der Pötte. Ja, das ist sehr schön, dass ein Angriff steigt. Ja, schön, dass das keine Wirkung auf mich hat, ne? Das bringt jetzt auch nicht, dass du noch wächst. Ich meine, sterben musst du jetzt so oder so. Siehst du? Pickel und. Gut bist du. Das. Ach so, das ist der Itemrad da. Ah, gut. Ey. Nö. Hey, das sehe ich nicht ein, ne? Na komm, dann mach's mal das. Gieß mal die Taube. Sehr gut. Du kannst so rumholen, so viel du möchtest. Bringt ja nichts. Gieß ihn nochmal, bitte. Du bist echt zu nichts zu gebrauchen, du dumme Affe. Wirklich nicht. Das ist unglaublich. Oh mein Gott, eine Taube, ich sterbe jetzt. Oh ja, diese Affe macht mir so. Also, echt. Ich werde mein anderes Pokémon fangen müssen. Wenn es irgendwann mal so weit ist. Ja, auf Silberblick einzusetzen, das ist so silber. So, dann machen wir das hier. Sehr schön, du bist tot. Gut. Leute, wir sehen uns. Hallo, fick dich! Wir sehen uns das nächste Mal wieder im Kampf. Bis dahin. Ciao.